So, mein Intro. Hallo. Oh Gott, kein Fokus. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wollen wir hell werden? Ihr seht gerade immer noch den Vorgang einer sehr dummen Idee. Es ist irgendwie super dunkel. Ich weiß auch nicht warum. Ich muss es gleich mal ein bisschen umstellen. Ich bin jetzt hier am Rhein und treffe mich hier gleich mit einem sehr geheimen anderen Pokémon-Catcher. Kleines Update für euch heute. Die App, mit der ich die letzten Male die Pokémon Screen Capture gemacht habe, funktioniert nicht mehr. Warum auch immer. Und das ist jetzt mein großes Problem, mit dem ich gerade klarkommen muss. Deswegen werde ich jetzt heute immer so ein bisschen abfilmen. Seid mir nicht zu böse. Falls ihr neu dabei seid, Abo da lassen. Wenn es euch gefällt, lasst jetzt schon mal ein Like da. Weil wird eh episch. Denn den anderen Menschen kennt ihr sicherlich. Muss ich erstmal unter so ein Kranhaus. So. Wie gesagt, wir müssen heute leider so ein bisschen bei dem Screen Capture Gedöns bleiben. Das hier ist übrigens gerade eingenommen worden. Komme ich da dran? Ich meine, ich komme auch da dran. Und da ist nur so ein übelster Lowbob drin. Digga, die will ich jetzt erstmal einnehmen. Was ist das hier? Elefantenbuddha, what the fuck geht ab hier, Alter? Okay, das heißt, unsere Mission ist erstmal Sternlio! Ich habe noch kein Sternlio. Hier sind nur so Sachen, die ich gar nicht kenne, weil es wirklich mal Wasser ist. Und hier mal einen echt nicht beschissen, als sie gesagt haben. Oder Sternlu? Nicht, da schon wieder was falsch. Sternlu. Das ist aber gar nicht mal so schlimm, denn ich habe seit gestern neue Items hier. Diese Himbeeren oder Himibären, die können die direkt gefügig machen. Also siehe, wenn du denen das zu essen gibst, dann lassen die es leichter fangen. Von daher Gönnung. Und dann mit dem nächsten Wurf, oh Gott, lass jetzt einfach mal der hier sein, bitte. Und nein. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht mehr zählt, aber warte. Probieren wir es einfach mal. War ein klasse Wurf auf jeden Fall. Oh, please. 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 Ich glaube, das wäre was abgestürzt. Mir ist es jetzt egal. Ich stehe so knapp vor dieser Arena hier. Also wirklich so diese kleinen Aura-Dinger sind noch knapp davor. Ich werde jetzt einfach da dran gehen, mir ist es jetzt egal. Ich bin heute auch übrigens mit meinem guten alten Rad unterwegs. Das habe ich damals mit Bergi gekauft. Ich glaube, Bergi ist geklaut worden. Meins lebt noch. Aber wie man sieht, benutzt er es nicht so viel. Oh Digga, das hat gerade gewechselt. Er ist jetzt auf einmal rot. Mit so einer richtigen Maschine. Das heißt, hier ist eine. 600er. Okay, vielleicht warte ich noch ganz kurz. Obwohl, Sekunde, ich muss euch mal ein kurzes Update geben. So, kurzes Update für euch mal. Ich habe mir nämlich gegönnt, die letzten Tage. Und deswegen starten wir das einfach mal mit Wettkampfpunkten. Ich habe jetzt einen Tauboss, weil bei mir, also einfach mal weiterentwickelt, weil halt so viele Taubsies bei mir sind immer. Und auch so viele Traumatos, dass ich jetzt in Hypno habe. Und eigentlich sonst den gleichen Scheiß. Aber mit den beiden könnte man eigentlich so einen 600er schon ganz gut Kontra geben, glaube ich. Also ich probiere gleich mal einfach das Ganze zu übernehmen. Das ist übrigens momentan, wo ich das aufnehme, der Tag, nachdem ich die erste Folge gebracht habe. Ihr seht meine Sucht momentan. Und ich bin so ziemlich von allen großen deutschen YouTubern heute gefragt worden, wie ich mein Screen gecaptured habe. Fun Fact für euch, die App geht einfach nicht mehr auf. Also siehe, da steht jetzt immer nicht vertrauter Entwickler und normalerweise musste man das verifizieren. Das ging auch, jetzt geht es nicht mehr. Alle haben heute irgendwie das Problem, von daher bin ich da nicht alleine mit. Aber schauen wir mal. Bevor wir jetzt den epischen Arena-Kampf höchstwahrscheinlich verlieren werden, ich immer noch schwer durchnässt bin, erstmal der Überraschungsgast des heutigen Tages ist da. Wir machen ein paar Luffel-Pokémon-Jagd heute. Bist du excited? Pokémon. Ich bin richtig excited. Meine exciting Sonnenbrille bei diesem traumhaften Wetter ist on. Ja, da kommt auf jeden Fall gleich der nächste Spaß auf uns zu, bin ich mir recht sicher. Alter, das wird nice. Übrigens gerade eben eingenommen worden von einem Typ, der höchstwahrscheinlich auf dem Fahrrad war. Ich weiß nicht, ob er gerade tatsächlich wieder zurückradelt. Das ist wieder irgendjemand in der roten Jacke, der hat nämlich das ganze Ding auch eingenommen gerade hier. Aber wir stürzen den jetzt, den Lord Baron. Alter, wir machen das. Okay, so. Halbwegs Spiegelung drin, aber ist nicht schlimm. Schlimm, stimm. Wir gehen in die Arena. Ich hoffe, das Netz hält heute mal ausnahmsweise. Das wäre nämlich mega nice. So, wir sehen, er war nicht alleine hier, sondern irgendwie Runkel ist noch dazugekommen und Rudi Rost. Und Alter, sogar noch jemand. Also hier sind drei Leute. Entweder wohnen die da drin oder sonst irgendwo. Da vorne sehe ich ihn doch, Alter. Da vorne ist Rudi Rost. Ich glaube, der fotografiert die Fähre. Aber er könnte auch ein hundsgemeiner Pokémon-Trainer sein, der nur so tut, als würde er was fotografieren. Guck mal, Team Blau, Team Türkis ist er. Eigentlich wäre es total dämlich, das zu probieren, weil ich habe echt nicht stark genug Dinger dafür. Du bist noch gar nicht Level 5, ne? Du bist noch ganz ich werde heute anfangen. Heute ist mein erster Tag. Ich gebe euch einfach mal den ersten Fight des Tages und wird wahrscheinlich komplett ease gerackt werden. Wenn das Game das denn möchte überhaupt. Hallo? Hallo? Please? Bitte help. Es ist doch diesmal tagsüber. Please? Please? Moment mal, so funktioniert das? Ich dachte, man schlägt sich. Ich bin schon völlig bereit. oder. Was passiert da jetzt? Ein Schritt weiter. Normalerweise müssten jetzt die Pokémon kommen. Da siehst du halt schon die nächste Arena. Alter. Aber. Kaplor oder so. Ich kenne da echt nicht mehr die Namen. Weißt du, wer alle Pokémon-Namen kennt? Wer? Sami Slimani.
Ja gut, das sieht wieder toll aus mit den Servern, aber hätte ich eh nicht gepackt. Dann fahren wir mal los auf unser kleines Paluffelpuppen. So, während wir gerade hier Fahrräder am Hochtragen sind, haben wir den Squad entdeckt da unten. Scheiß Team Rot Wichser. Oh, bin ich am Arsch. Gönnt euch. Team Blau for the win. Noobs. So, gerade angekommen, direkt ins Game. Warte. So. So. Macht das Sinn? Nee, das macht keinen Sinn. Berndu ist das. So, das können wir uns wenigstens noch. 86 ist okay. Ich hatte da gerade eben schon mal einen Versuch. Ich habe auch im Vorbeifahren gerade eben ein, zwei erwischt. Natürlich nicht beim Fahren, kurz stehen geblieben. Und jetzt Gönnung, please. Nein. Machen wir mal so einen coolen Wurf. Pure Maschine. Kurze Reflexion. Ich halte es euch zu. Please. Please. Yes. 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 Endlich mal. Fick mein Leben. Okay, ich hatte gerade eben noch hier einen Pokémon-Store oder einen Pokestop gefunden, der direkt neben uns stand. Und das ist der hier. Das ist sehr klangvoll auch genannt, die Stehende. Das ist die gute Dame. Und das mache ich jetzt mal. Das, was man mit der Stehenden machen sollte, man swipet die mal ein bisschen nach links und rechts. Von daher, wer weiß, was dann passiert. Normalerweise kommen da Pokebälle raus. Da, perfekt. Und sogar eine Himbeere oder Himbeere. Habe ich euch ja gerade eben schon erklärt, was das ist. Von daher aber muss ich sagen, manche Pokestops sind dann doch schon ein bisschen obszön, oder? Also, ist nicht nur das Thumbnail gerade, sondern auch kritisch. Sind bestimmt wieder kleine MLG-Dogs drauf. Paluten und ich suchen mal weiter. Schaut auf jeden Fall da auch vorbei, das ist mega lustig. Wir haben da gerade mein Dingens gecheckt und der hat nur 5 Minuten aufgenommen. Ernsthaft? Ja. Oh nein. Aber egal, machen wir besser, machen wir neuer, machen wir schöner. Ich werde übrigens gleich Kamera switchen. Vielleicht ist das auch schon die erste Folge jetzt. I don't know, weil wir haben ja schon ziemlich viel aufgenommen und ein bisschen gecaptured. Ich gehe dann nochmal vorsichtshalber durch für euch als Update von dieser wunderbaren Folge. Wir haben gerade eben, beziehungsweise ich habe gerade eben noch, als wir einen kleinen Zwischenshot gemacht haben, den Goldini gefangen. Einmal einen Goldini haben wir neu dazu bekommen, Knofenser haben wir gerade eben noch dazu bekommen und dann den Sterndu hatten wir schon und ich glaube, das sind sie. Mauzi habe ich gestern noch gefangen und Mirapla. Aber das war es, glaube ich, erstmal von der Folge, denn ich muss mal Kamera switchen, weil ich keinen zweiten Akku dafür dabei habe. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr neu dabei wart, Abo da lassen. Wenn ihr Paluten nicht kennt, bei Paluten beides auch da lassen. Auf alle Videos und auf Minecraft Freedom, wenn ihr eure Freizeit irgendwo hinschießen wollt. Bis dahin, ich sag tschüss, bis zur nächsten Folge. Die kommt bestimmt von dem Paluten Sturmwaffel Adventure. Ciao, ciao.